Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute Lost Viking Kingdom of Woman, die Demo-Version. Und ich muss mal ganz kurz im OBS den Sound ein bisschen runterdrehen, damit ihr mich auch versteht. Und ja, es ist die Demo-Version. Und ich freue mich schon komplett auf das Release der Vollversion. Wir gehen einfach mal rein, schnuppern ein bisschen rum, wie das Spiel so ist. Und ja, die Vollversion werde ich mir auf jeden Fall zulegen und eventuell auch auf YouTube bringen. So, dann zeigt mal her hier. Okay. Das Tutorial. Look around and set direction. Ah, okay, das ist Springen, das ist Sprinten. Ihr seht, es ist so ein bisschen Creativerse und Creativerse Minecraft-mäßig angehaucht. Ich finde das aber irgendwie geil. Und wir können anscheinend nicht schwimmen. Das ist schade. So, ich habe mich jetzt umgeguckt. Kriege ich das Tutorial auch abgeschlossen? Anscheinend nicht. Ihr wisst ja, die nordische Mythologie ist ja ein Muss für mich. Ich bin ein großer Fan davon. Und ja, deswegen feiere ich dieses Spiel. Egal wie die Qualität, die Grafik ist. Das muss einfach mal sein. Hallo? Ah, so. Ach hier, das Schiff. Wir haben 3 Reeds. Ich brauche Steine. Aber wie bekomme ich die? So, die haben wir jetzt aufgenommen. Wie komme ich bitte schön an Steine? Hallo? Irgendwas wollte der, dass ich damit mache. Creeped Crops. Wir laufen einfach mal weiter rum. Irgendwo werden wir noch was finden.
Falls ich ein bisschen zu laut rede, tut's mir leid. Ich muss, wie gesagt, im OBS den Pegel gerade ein bisschen runterdrehen, denn man kann hier leider, ja, nichts irgendwie laut oder leise stellen in den Soundeinstellungen, was ein bisschen schade ist. So, da sind wir. Aber ich feiere die Atmosphäre. Allgemein die Grafik an sich, das schafft auch ein Low-Bob-PC. Also das Spiel kann, die Demo kann jeder spielen, das Vollversionsspiel könnte auch jeder spielen, wenn man es so nimmt. Das schafft sogar so ein richtig alter Schul-PC. Außer die aus meiner Jugend, versteht sich. Ah, hier Steine. Ah. Wir haben einen Stein. Vielleicht findet man noch einen. Oder zwei oder drei. Da ist noch einer. Oh, ich dachte gerade hier, was rechts von mir ist, ist ein Grafikfehler. Dabei ist es die Spiegelung auf dem Boden von der Sonne. Läuft. Ja, ich brauche noch ein paar Steinchen. Hier ist nochmal Schilf. Dort geht's dann, glaube ich, weiter. Oder dort, je nachdem. So, wann kriege ich meine erste Waffe? Ich hätte gerne so eine wunderschöne Streitaxt. Oh. Oh, ein Pilz. Pilze waren ja früher auch so eine Leibspeise der Wikinger, wenn sie unterwegs waren auf der Jagd. Also was für uns Chips, Flips, Brezeln, Salzstangen oder dergleichen sind, waren für die Wikinger getrocknete Pilze. Manche hatten einen Halo-Effekt, ja, womit sie sich dann halt so ein bisschen bespaßt haben. Falls ich dieses Halluzigen jetzt nicht... Oh, da haben wir es doch, das ist euer richtige Wort. Moment mal, ducken. Crouch. Nein. Das ist Sprint, ne? Welches ist jetzt die Taste? Brief next. Ach, C. Ah. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, falls ich die Halluzigen nicht richtig ausgesprochen habe, tut's mir leid. Ja, man hat die Pilze aber auch in die Eintöpfe gemacht, so getrocknet und gegessen. Man hat, ja, unterschiedlichste Arten von Pilzen gegessen. Einige waren gut verdaulich und verträglich, andere wiederum nicht.
Und ja, da war ein Holz. Ja, das war halt sowas, so eine Knabberei, wie bei uns jetzt momentan Chips, Flips und so weiter sind. Getrunken haben sie sehr gerne Met. Oh, der Wasserfall ist laut. Met, Butterbier, Buttermilch, normale Milch, Wasser. Und gegessen haben sie eigentlich alles, was sie anbauen konnten oder an Tiere gehalten haben, wie Schwein, Schaf, Ziege, ab und an auch Pferd. Das Fleisch hat man ganz besonders gern getrocknet. Ja, also die haben im Grunde eigentlich alles verwertet, was man gefunden hat. So. Was haben wir denn hier drinne? Hier ist der Wasserfall. Es gibt auf jeden Fall oben was? Look for a place to rest, bla bla. Es gibt auf jeden Fall eine Hunger- und eine Ausdaueranzeige. Das ist, ja, eine Lebensanzeige. Das heißt, wir werden auch kämpfen müssen. Das feiere ich bis jetzt. Denn was wäre ein Wikinger ohne Axt, Schild, Schwert, Bogen und Kampf? Oh, Hunting Ground. Oha. Use. Die haben wir jetzt mal gegessen, ne? Hier haben wir die Map. Oh, wir haben schon ganz schön viel aufgedeckt, muss ich sagen. Von da sind wir gekommen. Wir müssen da hoch. Alter, ist die Map groß. Läuft. Ja, ich bin mal gespannt, wann wir nur andere Wikinger sehen, obwohl das Spiel das Lost Viking heißt. Hoffe ich mal, wir sehen noch andere Wikinger. Oder eventuell Gott Odin, Thor, Freya, Loki, einen der Götter. Und ich würde gerne mal wissen, wie die Todesanimation aussieht. Ob man wirklich nach Valhalla kommt. Ob die Valkyren einen abholen und nach Valhalla begleiten oder nicht. Das sind halt so jetzt die Fragen, ob das im Spiel vorkommt. So, hier unten haben wir, glaube ich, wieder Schilf. Ja. Da ist noch eins. Ich weiß zwar immer noch nicht, was man daraus machen kann, weil leider ist die Demo auf Englisch. Aber die Vollversion soll dann auch mit deutschem Untertitel sein, beziehungsweise allgemein auf Deutsch vorhanden. Was es für mich natürlich einfacher macht zu interagieren. Hallo Kiste. Und irgendwie versinken die Füße von mir im Sand. Ist das so gewollt? Oh, jetzt geht's los. Ich hoffe nicht, dass hier jetzt gleich ein Bär oder ein Wolf oder sowas auftaucht. Okay, Sumpf, da kommen wir nicht rein. Läuft. Dann gehen wir einmal zurück. Und gehen die andere Abzweigung.
Sag mal, wenn ich mich jetzt auf den Stein stelle, geht nicht. Verschwinden auch meine Füße. Okay. So, was uns aber hinter diesem kurzen Pfad, wie soll ich sagen? Erwartet, jetzt hab ich das Wort. Was uns hinter diesem kurzen Pfad erwartet, sehen wir in der nächsten Folge. Wenn euch die Folge bis jetzt gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da, ich beantworte gerne Fragen, vor allem übers Wikingerleben, über das Dasein der Wikinger und. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.